Katalysatoren sind hochkomplexe Materialien. Das aktive Zentrum, also die Stelle, an dem die Reaktion stattfindet, ist dabei verborgen, wie ein einzelner, sich stetig ändernder Baum in einem gesamten Wald. Ich bin Florian und ich stelle euch heute den Sonderforschungsbereich 1441 TRACAC vor. In TRACAC wollen wir uns diesem Problem nähern, indem wir Katalysatoren auf drei Längenskalen betrachten. Wir fangen dabei an von angewandten, handgroßen Katalysatoren und enden bei Katalysatoren im Mikrokosmos, die nur aus wenigen Atomen bestehen. Und genau auf dieser ganz kleinen Ebene fangen wir jetzt an. Hallo Julita. Ah, hi Florian. Schön, dass du vorbeikommst. Du schaust dir an, wie Katalysatoren atomar aufgebaut sind. Wie macht ihr das genau? Also in unserem Projektbereich A schauen wir uns eben an, wie Atome und Atomcluster in Katalysatoren funktionieren. Und dafür brauchen wir hochauflösende Elektronenmikroskope und Modellkatalysatoren. Also zunächst haben wir Edelmetallcluster hergestellt. Hierbei wurden in der Gasphase einzelne Atome von Edelmetallen wie Palladium, Rhodium oder Platin miteinander verbunden, um kleine Cluster zu bilden und zu formen. Und diese Cluster haben wir dann auf planare Trägeroberflächen landen lassen. Diese Edelmetallcluster sind besonders homogen. Das bedeutet, wir haben in etwa die gleiche Größe und die gleiche Form. Und sie zeichnen sich eben dadurch aus, dass wir eine besonders große Zahl an reaktiven Atomen an ihrer Oberfläche haben. Das bedeutet also, wir haben sehr viele Stellen, an denen Stoffe binden und reagieren können. Und wie diese Cluster vor, während und nach so einer Reaktion aussehen, das finden wir mit hochauflösenden Elektronenmikroskopen heraus. Wichtig ist vor allem die Größe und die Form der Cluster. Und beides gibt uns eine Information darüber, wie schnell diese Atome Reaktionen durchführen können. Und so können wir spannende Cluster und Partikelgrößen mit einzigartigen Eigenschaften identifizieren. Also Florian, unsere Ergebnisse habe ich dir auf den Stick gespeichert. Schön, dass du da warst. Perfekt. Vielen Dank, Julita. Dieses Wissen auf der atomaren Skala dient dann dazu, Pulverkatalysatoren mit ähnlichen Aufbau und Eigenschaften herzustellen, zu testen und unter Reaktionsbedingungen zu betrachten. Und das geschieht im nächsten Projektbereich. Unter anderem hier am Teilchenbeschleuniger CARA am Campus Nord des KIT. Durch die KIT Light Source können wir poröse Katalysatoren im Detail betrachten. Schau mal, Shirin, ich bringe die neuesten Ergebnisse aus Projektbereich A mit. Danke. Genau die Partikelgröße schauen wir uns gerade selbst in der Testreihe an. Das heißt, wir können die Ergebnisse wirklich direkt vergleichen. In unserem Projektbereich B stellen wir Edelmetallpartikel im Mikrometermaßstab her. Wir tun das in zwei Schritten. Zunächst synthetisieren wir die Edelmetallpartikel in einer Flüssigkeit im größeren Maßstab. Und anschließend bringen wir diese Edelmetallpartikel dann auf einen porösen Träger auf. Das Besondere an unseren Trägermaterialien ist deren enorm hohe Oberfläche. Dieses Pulver hier hat beispielsweise die Oberfläche eines gesamten Fußballfeldes. Und das wiederum ermöglicht eine sehr effiziente Interaktion zwischen unseren Edelmetallpartikeln und den umgebenden Gasen während der katalytischen Reaktion. Den Katalysator, der nun als Pulver vorliegt, packen wir in ein sehr dünnes Glasrohr. Wir nennen das technisch gesehen auch Quarzkapillarreaktor. Zeitgleich wird im Teilchenbeschleuniger Röntgenstrahlung generiert und auf unseren kleinen Mini-Reaktor gerichtet, in dem unser Katalysator arbeitet. Durch die Interaktion der Röntgenstrahlung mit unserem Katalysator kommt es zu spezifischen Röntgenspektren. Also durch die Analyse von den Röntgenspektren, die wir eben aufgenommen haben, können wir Rückschlüsse auf die Struktur von unserem Katalysator generieren. Also wie sieht unser Katalysator auf atomarer Ebene aus, während er arbeitet? Kommt es zu einem Partikelzerfall oder wachsen unsere Partikel sogar während der Reaktion? Danke, Shirin, das war sehr aufschlussreich. Dieses Wissen ist essentiell, um die ideale Kombination festzulegen aus Katalysatorstruktur und Betriebsbedingungen. Das machen wir im nächsten Schritt für reale Katalysatoren. Basierend auf den Erkenntnissen der anderen Projektbereiche schauen wir uns jetzt im Projektbereich C an, wie Katalyse unter realen Bedingungen funktioniert und welche zusätzlichen Herausforderungen hier auf uns warten. Hallo Sima, ich habe ein neues Pulver von Shirin mitgebracht. Hey, das trifft sich ja gut. Ich habe auch gerade einen neuen Konverter gedruckt. Die Konverter, die wir hier zur Katalyse anwenden, haben oft eine wabenförmige Struktur. Das ermöglicht es, dem Gas durch sie hindurch zu fließen, ohne Druck aufzubauen. Wir drucken unsere Strukturen mit einer neuen 3D-Drucktechnologie, nämlich für Metalle wegen hoher Temperatur. Und da
jede Reaktion unterschiedliche Kanalgrößen und Geometrien benötigt. Dieses Fertigungsverfahren ermöglicht es uns, verschiedene Strukturen zu testen und so zu optimieren, damit die Katalyse am möglichsten effizient ablaufen kann. Schau mal, hier sind unsere neuesten Entwicklungen. Kannst du die bitte Patrick geben? Danke, Simon. Ja, mache ich gerne. Ich bin gespannt, wie sich der Konverter schlägt. Als nächstes wird das Katalysatorpulver auf den 3D-strukturierten Wabenkörper aufgetragen. Gut, dass ich dich treffe, Patrick. Schau mal, ich habe dir hier den neuesten Wabenkörper mitgebracht und das Katalysatorpulver. Hallo Florian, hervorragend. Ich wollte gerade eine neue Testserie starten. Das Pulver bringen wir gleich mit unserem Beschichtungsroboter auf. Dieser erlaubt es uns, sehr dünne und definierte Katalysatorschichten auf Wabenkörper aufzutragen. Und genau das benötigen wir für unsere Tests. Das sieht sehr gut aus. Der optimierte Katalysator wird jetzt als nächstes unter anwendungsnahen Bedingungen getestet. Ganz genau. Lass uns doch einmal gemeinsam schauen, wie die Aktivität und Effizienz des Katalysators beeinflusst werden. Hierfür nutzen wir eigens entwickelte Testanlagen, in denen wir reale Betriebsbedingungen für die Materialien simulieren. Besonders spannend finde ich, dass sich die Eigenschaften des Katalysators entlang des Reaktors verändern können. Diese Informationen können wir dann wiederum nutzen, um beispielsweise die Temperatur im Reaktor oder auch die Menge an Edelmetall anzupassen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind für unsere computergestützte Modellierung von besonderer Bedeutung. Mit dieser können wir nämlich vorhersagen, wie sich neue Katalysatormaterialien verhalten werden. Das Ziel ist es dabei immer, Strategien zu entwickeln, wie wir die bestmögliche Katalysatorleistung mit dem geringstmöglichen Einsatz an Edelmetallen erreichen können. All diese Ergebnisse spiegeln wir letztlich an das gesamte interdisziplinäre Team zurück, damit neue Katalysatoren und kreative Konzepte wissensbasiert entwickelt werden können. Dies geschieht in regelmäßigen Treffen in den Projektbereichen und darüber hinaus auch im gesamten Team. Dank des intensiven Austauschs konnten schon zahlreiche neuartige Konzepte entwickelt werden. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, wie sich aktive Edelmetallcluster unter bestimmten Reaktionsbedingungen einfacher von selbst bilden können. Solche Ansätze bilden das Grundgerüst, um die Aktivität und Stabilität von Katalysatoren dauerhaft zu erhöhen. Und das, ohne mehr Ressourcen einsetzen zu müssen. Solche Entwicklungen sind nur möglich, wenn wir den Katalysator als Ganzes verstehen. Angefangen von den allerkleinsten Atomen bis hin zur ganzen Anwendung. Und mit TrackAct sind wir auf einem guten Weg dorthin.